Zack. Roger. Ich bleib unten. Irgendwas mit. Abmarsch. Hi, hier ist wieder euer Funken Ranger. Ich zeige euch heute was. Und zwar gehen wir heute wieder los auf den Trip. Die Jungs stehen schon bereit. Hier in der Ranger Station. Wir warten nur noch auf den Polen Ranger. Bei wem ist was in Ordnung? Also der Sven muss irgendwelchen, Geschüssen ausweichen, weil der fährt Slalom. Geschossen. So, wir sind unterwegs. Der Sven meint nämlich, der wird beschossen von vorne. Alle mit Funk verbunden. Thilo, noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe bloß gerade geschaut, weil du gemeint hast, der See ist voll. Ich habe nur ein paar Enten gesehen, keine Ahnung. Es war Zeitungsende. So, wir sind jetzt alle angekommen. Wir sind eine riesen Umleitung gefahren. Alle am Start. Polen Ranger, Wild Ranger, Danger Ranger, Schweden Ranger. Und hier, wie heißt denn er? Kollege, hat noch keinen Ranger-Namen. Der neue Ranger kommt heute abends. Das ist der Ersatz-Ranger. Der Einspring-Ranger. Große Truppe heute, und wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, der weiß schon genau, wo wir heute landen. Hast du noch vergessen? Alle versammelt. Ja, wir sehen schon ein wenig aus wie Spezialeinheit. Die Spezialrübseinheit. Unseren Piloten haben wir heute auch wieder dabei, falls wir morgen dann abgeholt werden vom Luftlandeplatz. Hier vorne ist die Oberkante Talsperre, Goldestalbecken, Oberbecken, also Goldestal, Oberbecken, so rum. Wie nochmal? Ja, da vorne ist die Oberkante von Oberbecken, also Goldestal. Also Goldestal, Oberbecken, Talsperre meine ich. Ja. Ah ja, feierlich. Du bist mit dem Auto da? Dann jetzt drüber. Achtung. Fertig. Achtung, Jogger. Du bist fertig, ja, wenn wir dort ankommen. Ja, aber wirklich. Hoffentlich läuft die Quelle. Das habe ich fest eingeplant. Dann gibt es erstmal Bier hier. Wenn du läufst, brauchst du erstmal meinen Kuppenkäse weg. Oh, schön runterklopfen, Alter. Wir nähern uns langsam unserem Ziel. Corona, komm her. Hallo. Da ist er, da ist der erste Waldschrott. Da hinten ist die Quelle, die hat Wasser. Das ist der Waldranger. Und die Hütte kennt ihr ja von meinem irgendwann Thüringen-Video. Jo. Ja, so, ich habe heute nur ein Bier dabei. Ja, hier heute nur vom Feinsten. Schloss. Ja, bei uns gibt es nur gutes Zeug. Schloss aus dem Netto. Ja, ich glaube, das ist ein toller Platz da oben. Da gehe ich hin. Hier oben gleich mit der Hängematte. Polen Ranger schläft oben im Boden. Ersatz Ranger geht mit nach hinten. Schweden Ranger geht hier unten rein.
Und Wild Ranger sucht sich da hinten auch ein schönes Fleckchen. Das wird mein Schlafplatz werden. Oder das ist mein Schlafplatz vielmehr. Ich gehe nicht von Regen aus, aber falls es regnet, ja, der Rucksack ist größtenteils geschützt eigentlich. Hey, Arona! Ja, Freundin! Ja, fein! Ja! Schlafplatz fertig, oder? Nachtlager steht. Ja, wunderschön. Ja, wunderschön, ja. Ich mache gerade so eine hier Dorfbesichtigung im Oberdorf Goldisthal. Oh, da ist der nächste Verdächtige. Da sind die nächsten zwei Einfamilienhäuser. Nummer 1. Wird aufgebaut. Nummer 2 oder naja, wie man es sehen will, Nummer 3 steht schon. In den letzten Zügen zumindest. So, ich werde mir dann auch mal Bier aufmachen. Alter. Erdbeben. Läuft es über? Noch nicht. Schaut gut aus. Einwandfrei. So. Zum Wohl, ne? Heute nur eins, ja. Heute nur eins. Sehr zum Wohl. Ja, das schmeckt wie Limo, Alter. Man sagt ja immer, Weiß macht dick, aber... Bier macht dick. Also auch, das lass uns trinken. Zum Wohl. Ja, fertig. Zum Wohl. Ja, klar, los. Prima. Oh ja. Wenn du Millionär wärst, bräuchte ich nur so eine Hütte hin. Wie mein Ranger Station daheim. Nur im Wald. Ja, vielleicht noch einen gescheiten Badebereich. So lässt sich's leben, ja. So ein Plumpsklo oder so. Schon Bannarbeiten. Ja, so wie in Schweden. Der Wattekübel. Da bräuchst du nicht mehr. Die denken bis heute noch an uns. Das wäre auch der eine Abzug in der B-Note gewesen sein, Punkt Sauberkeit. Alter, dieser gehäufte Mörtelkübel, die denken bis heute noch an uns. Das sage ich dir da. Alles klar bei euch? Top. So, der Waldranger ruft zur Besichtigungstour. Wir kommen zur Besichtigungstour. Hast du aufgeräumt? Negativ. Hallo, hallo, hier spricht die Waldpolizei. Hier ist die Höhle vom Nachwuchsranger, vom Ersatzranger. Wie heißt denn du jetzt? Bist du jetzt der Ersatzranger? Der Ersatzranger. Der Ersatzranger. Schaut aber sehr schnuckelig aus, ne? Cool. Finde ich cool, ne? Doch, top. Untergrund ist morsches Holz. Ach, geil. Das ist schön weiß. Runde, oder? Ha? Isomatte? Ne. Hast du ne? Ne. Ich sag, das ist morsches Holz drunter, das isoliert doch am meisten. Ich wollte Moos drunter legen, aber es ist ja nass. Isolieren würde auch, wenn ich jetzt irgendwelches trockenes Gras nehme und würde es mir überall in die Klamotten einstopfen, dann hätte ich auch isoliert. Hier hinten ist der Wild Ranger. Ach, für die eine noch, ja. Doch, schaut gut aus. Achtung, wir kriegen Besuch. Roger, hast du gehört, wir kriegen Besuch. Alles klar. Aber selbst wenn. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Wir könnten das doch als jährliches sommerliches Ausflugsziel einmal im Jahr
Hierher? Alle zusammen? Oder die Weihnachtsfeier, auch nicht verkehrt. Müssen wir halt alle in der Hütte schlafen. So, ich rede jetzt so, ne? Ich verstehe dich nämlich mittlerweile auch so. Kekse? Nee, das sind Anzünder. Weil ich dachte, das Kekse. Wird ein wenig schwerer mit dem nassen Zeug heute. Ich dachte, heute gibt es endlich mal wieder Kekse. Ich glaube, es kommt echt die Waldpolizei heute. Oh, gleich liegt der Biereimer. Nee, ich dachte schon. Hat sich drüber gezogen. Corona! Ja, Wein, Corona! Corona? Ja, Corona. Ja, Corona, nee. So, nee, links, ja. Rechts, Corona. Alter. Ja. Das ist wie bei Big Brother hier. Das sind die ganzen Wahnsinn. YouTuber. Verstehst du es? Verstehst du es? Sagt der Influencer. Ja. Verstehst du? Ich mach keine Videos. Alte Fame-Bitch. War ehrlich, ja. Ist halt echt so, ey. So. Gehen wir jetzt wieder heim? Ja. Naja, oh, ist jetzt ein paar Bilder gemacht. In einem Camp. Oder Videos. Nicht viel. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal gemeinschaftliches Bild, oder? Nacktbild, oder? Mach's jetzt. So, der Pole Ranger und ich, wir machen uns mal hier in die Richtung erkunden, was das so gibt. Cool, voll der geile Ausblick hier, ey. Wow. Ja, der Pole Ranger, ich filme mal weiter in die andere Richtung. Ach, guck dir mal den Ausblick an, ey. Wow. Meinst du? Ja, hier. Oh, tatsächlich. Ja, wird schwierig. Da würde ich mich jetzt auch nicht hochwagen. Nee. Weit genug bekommen wir eigentlich auch noch. Den musst du auslassen. Aber hier, guck mal. Oder dich hochziehen. Nee, guck mal hin. Da muss nur einer mal wegbrechen. Sebastian, Milo ist wieder, mein Papa ist wieder oben am Lager. Zack. Roger. Ich bleib unten. Ich hab nicht mehr das Holz mitzubringen. Ich sehe kein Holz. Bring was mit. Abmarsch. Professor Doktor. Ja, und Papa, seine Augen sind immer so gut, ne? Ja, neue. Aber ich habe eine Hauptbrille, ich muss eine Hauptbrille. Am Computer, wenn ich sitze, brauche ich eine. Wenn ich zocke. Nee, die Sandra, die schon nicht, und die Cardi. Boah, oh, das hört sich geil an. Können die heute nochmal vorbeikommen? Die dritten 86. Wahrscheinlich 70-Jährige. Am Arsch wollten sie. Ja. So, die Kocherei beginnt. Die zweite hatten bestimmt ihr erst. Heute mal mit dem Gaskocher. So, wir sind mittlerweile umgezogen. Und jeder macht sich so ein bisschen sein Essen warm. Hier ist auch die ewige Kartusche vom Waldranger. Gewürze sind wichtig. Hallo! Hallo! Leg mal dein Handy weg, komm, mach mal ein Bild von dir.
mit Essen. Noch immer diese Influencer. Zum Wohle. Ja, echt sehr ding. Moment. Oh, der Kino kennt sich jetzt auch. Jetzt kommt was. Das hat er auch noch im Video schon gedacht. Das wird sein, ja. Ey, Waldranger, wenn du mal stehst, ne? Ja. Hast du Lust, mein Messer mitzubringen? Ja, voll. Halt immer davor. Oh, gleich gibt's Verletzte. Ne, da muss ich drauf. Oh. Ich nehme schon mal das Handy in die Hände. Ich film. Der Unfall kann stattfinden. Das ist so ein bisschen auf. Kannst du nicht ein wenig leiser klopfen? Hast du noch was? Stell dich mal hin. Hält das? Geh weg. Oh, Sven, nicht schlecht. Doch. Vielleicht doch ein Bier weniger nächstes geiler, Mal. Geiler Bock gebracht. Oh, ja, jetzt bin ich aber schocken. Danke dir. Ja, ich merke schon, das Sven ist ja ganz schön das Tier. Moment. Grüße euch. Servus. Ja, nicht schlecht zu sehen. Hallo. Ja. Hallo. Ranger. E-Bems. Zeig mal. So, ich gehe jetzt trotzdem mal heilen mit euch hier in die Hütte. Und guck hier mal kurz hoch, was der Polen Ranger sich da oben für eine Höhle gebaut hat. Oh ja, sparsamer. Ja. So. Mal wunderschön. Guck mal hin. Geil. Ist doch ein top Platz, oder? Hä? Ja. Ja, mega. Das ist das Problem, Alter. Selten geworden, dass der komplette Ranger-Trop mal komplett zusammen ist. Oh, den Polen Ranger erkennt man nicht, der ist im Dunkeln. Oh, da ist er. Ja. Und Wild Ranger. Alle zusammen heute. Cool. Du magst wohl dein Bett? Ja. Blasen. Wo? Blasen. Keiner wird gern beim Blasen gestört. Jo, ich nochmal, ich liege jetzt schön hier gemütlich in meiner Hängematte. Wir haben uns jetzt alle Richtung Bett begeben. Jeder in seinen Schlafbereich. Und ich habe heute, soll 13 Grad nachts werden. Ich habe einen Sommerschlafsack dabei, den ganz leichten. Eine THW-Decke, die sieht man hier im Hintergrund.
und in den Zwischenraum von meinem Isomattenfach liegt noch eine BW-Isomatte, so im Hüftbereich, wo man das meiste Gewicht hat. Dass da nicht so kalt wird, ist ja bei einer Hängematte gern mal der Fall. Und ansonsten, das war es erstmal von mir heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim ersten Kaffee. Bis dann. Jo, gute Nacht. Gut geschlafen soweit. Mit dieser Decke hier. Da hinten sieht man es auch nochmal, glaube ich. Als Isomattenersatz. Das ist echt eine coole Sache im Sommer. Scheiß drauf, ich bleib noch liegen. Sau bequem. Schweden Ranger war der erste. Ich habe mich auch rausgestellt. Als erstes war die. Haben wir Hängematte aber schon eingepackt. Das Taub hängt noch. Jetzt gibt es erstmal lecker Kaffee. Also, wie schon gesagt, kann man gleich einen Badewink richten. War eine saubequeme Nacht in der Hängematte. Saubequem. Und ich war ja schon mal um 7. Musste ich raus zum Bingeln. Ich habe gedacht, ne. Jetzt legst du dich noch mal hin. Nein, noch eine Stunde gelegen fast. So, Kaffee ist auch schon am Aufsetzen. Ah, bist noch nicht, aber. Im Schweden Ranger auch. Die Hängematte, ja. Moin. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Schnuffel. Obwohl Ranger ist auch wach. Ja, ich habe die Hängematte bis um 8 Uhr gepennt ungefähr. Moin noch. Moin. Moin. Der nächste. Und gut geschlafen? Oh ja. Wirklich wie eh und je. Wieder alles sauber abgebaut. Wild Ranger ist auch schon soweit. Ja, mit zusätzlichem Gewicht. Mit zusätzlichem Gewicht vom Ersatz Ranger. Ja. Nee, Austausch Ranger ist doch auch gut, oder? Ja. Moin. Moin. So, vollgepackt. Wild Ranger ist ein Wanderstock. So, Aufbruch. War eine Mega-Tour heute und gestern. Hat Spaß gemacht mit der vollen Besetzung plus Ersatz-Ranger. Ja, Polen-Ranger hört man auch. Und wir sind auf dem Weg zurück zu unseren Ranger-Mobilen.
das war's wieder von mir. Euer Frankenranger. Jetzt hat man rechts gleich, wir sind jetzt bei diesem gigantischen Ausblick, wo du über Coburg guckst und die Feste sind.